Okay, das müssen wir uns hier wieder freikaufen. Nieder mit den, mit der Nimbus-Garde. Ach du meine Güte. Labyrinth-Legende. Oh, muss ich da so einen ganzen Dungeon machen? Oh Gott, ich habe keine Ahnung von den Zelda-Dungeons. Kann ich die nur von hinten besiegen und von, oder von der Seite? Frontal glaube ich nicht, so wie das aussah, weil der scheint die nicht von... Ja, weil die halt so ein Schild da haben. Okay, dann dürfen die Angriffe da wohl nicht durchkommen. Let's try it. Okay. Ach Gott, nee, da musst du jetzt auch noch gucken, wie du die machst. Okay, der ist down. Arschloche. Das kann ich jetzt vergessen. B plus. Yikes. Nicht so einfach. Ja, das war aber schon mal schneller. B ist doch ein Pfeil, oder? I don't get it. Das könnte eine schwere Aufgabe werden. Hey, es war aber schneller. Ja, es war übelst eingesteckt, aber na gut. Es war übelst kassiert, der Junge. Hey, das war schon mal nicht schlecht. Wow. Ja. Ich finde, das war wesentlich besser, aber trotzdem war es langsamer. Au, au, au. Alter, zwei auf einmal. Two of a kind. Alter, schnell erledigt. Nein, jetzt verkackst du doch nicht. Link! Mann, ey, die ersten beiden so geil besiegt, ey, und dann... Voll reingeschissen. Oh nee. Okay, den ersten kann ich schnell erledigen. Aber dann kommt wieder die Scheiße. Es war ein bisschen schneller, aber es hat nicht für S gereicht. Okay. Oh, Junge! Und solche Aufgaben, die nerven einfach nur. Okay, das war... Oh, okay. Okay, okay, okay. Merken wir uns? Ich versuch's mir zumindest zu merken. Der eine ist ein Arschloch. Das war so eins, ja. Ändern die immer ihre Richtung, oder was? Mann, ey! Ich weiß schon, warum ich The Legend of Zelda für das NES nie gespielt habe. Die bewegen sich immer so kacke! Och, komm, das ist jetzt so eine Aufgabe, die nervt. Thank you.
Ich habe das Gefühl, die haben nicht so ein festes Muster irgendwie. Den ersten kriege ich immer ganz leicht down. Zwar schon schneller, ja, aber immer noch nicht S. Zack, zack. Nochmal. Nee, es war nicht schneller. Es war ganz knapp schlechter. Ja! Ich habe einfach nur Button-Smashing-Gedrücke gedöns gemacht. Aber ja, egal. Es hat für S gereicht. Pyro-Magus-Party. Oh je. Okay. Alles klar. Let's just fucking try it. Nicht schlecht für den ersten Versuch. Der erste ist ein Arschloch. Der erste ist ein Arschloch. Also dieser Orangene da. Ich darf mich von dem nicht treffen lassen. Ja, das war ja schon mal richtig geil. Das war ja schon mal richtig schlecht. Ach, ob der eine, ey. Manu. Yes! Yes! Dabei war das so schlecht! Dabei war das so schlecht! Aber es hat trotzdem für S gereicht. Was? Griok-Gefahr! Gronk-Gefahr! Ach Gott, das ist diese Hydra! Ach du Scheiße, ey. Na, das kann ja lustig werden. Ich glaube, hier hat Marcel aber auch, also, ja, Luxlack Link. Ich denke, ich muss nicht mal sagen, dass Marcel Luxlack Link ist, ey. Der Typ ist so bekannt, ey. Das ist der Nintendo-Zelda-Freak schlechthin. Ich glaube, der hat da auch einfach nur draufgesmashed. Einfach Button-Smashing und let's go. Das war sogar schlechter, ey. What the fuck? Ich muss wirklich auf die Köpfe zielen. Das war jetzt schon mal nicht so dolle. Ja, das war aber schneller jetzt. A++, aber ey, ja, immer noch kein S. Verdammt, verdammt mich. Mann! Jeez! Yes!
Oh, war aber knapp, ey. War aber richtig knapp hier. Alter, weißt du, überhaupt kein The Legend of Zelda für NES-Spieler hier. Aber bisher alle Aufgaben einfach mal auf S geschafft, was man hier bei Super Mario Bros. Nicht sagen kann. Aber jetzt kommt die härteste Aufgabe und ich glaube nicht, dass ich die auf S schaffen werde. Zumindest nicht hier in dieser Aufnahme. Labyrinth-Legende. Okay. Ich muss hier einen ganzen Dungeon anscheinend durchlaufen. Den Key hier einsammeln. Dadurch. Okay, dann muss ich die Gegner hier platt machen. Brauche ich wahrscheinlich wieder einen Schlüssel oder so. Ah, okay. Gott, wie lange geht denn dieser Dungeon, ey? Kann ich mir ja gar nicht merken. Ich glaube, ich habe jetzt schon gefühlt die Hälfte vergessen. Ach du Scheiße, ey. Das ist der letzte Raum. Also diese scheiß Hände. Ja, und das ist dann der Bossgegner hier. Also nehme ich mal an. Komm, wir versuchen es einfach mal. Okay, schon mal gleich den richtigen hier abgemurkst. So, jetzt glaube ich hier hoch, oder? Ich hoffe es doch zumindest. Einfach hier vorbei. Und jetzt weiß ich schon nicht mehr wohin. Ja, komm. Arsch. War das jetzt hier? Hier lang? Ja, ich glaube schon. Autsch. Da jetzt die Typen da besiegen. Habe ich einen Fehler gemacht? God damn it. Ich glaube, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Ach ja, das kostet jetzt schon mal wieder Zeit. Wo lag jetzt mein Fehler? Ah nee, ich habe doch einen Schlüssel, oder? Laut, Dingenskirchens. Oh, wie dumm. Wie dumm. Anscheinend habe ich einen Schlüssel eingesammelt, habe es aber nicht mitgekriegt. Schlecht. Schlecht. Jo, wie soll ich denn den Boss hier jetzt noch fertig machen? Mit nur einem halben Leben. Ja, genau. Okay, nee, komm, das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Mit so wenig Leben hier jetzt noch den Boss hier angehen, das kannst du vergessen. Okay. Gib mir die Key. Muss ein bisschen vorsichtiger spielen. Ja, geh weg. Hilfe. Hilfe.
Schaboom! Weißt du, wohin jetzt? War das jetzt hier? Nee. Verdammt! Verdammt mich! Ich hätte nach links gehen müssen! Nein! Oh, verdammt, ey, dieser scheiß Flederbeißer. Manu. Die war jetzt unnötig. Jetzt muss ich die scheiß Viecher hier so killen. Einfach mal geradeaus durchspaziert, jawohl. Ne, beweg dich, Link. Schicke Link. So, und das sieht doch schon mal besser aus hier. Und the Triforce! Gib mir the Triforce! Alter, das war ein A-Rang. Das war ein A-Rang. Abzeichen erhalten, The Legend of Zelda, schalte alle Aufgaben frei und spiele sie. Das probieren wir. Komm, ich probiere es noch einmal. Die Legendenaufgaben, ja, ist halt so eine Sache. Nein, schnapp dich doch den Key, Junge. Komm, das war doof. Das war doof. Das war ein unnötiger Treffer. Ja, ihr merkt schon, da kommt der Ehrgeiz von Enzmisch wieder durch. Give it to me. So schnell hier durch. Einfach hier durchmarschieren. So. Merken wir uns. Nächste Mal hier. Nach links durchmarschieren. Geil. So, nicht von den Flederbeißern beißen lassen. Du blödes Ding, was soll das eigentlich sein? Soll das ein Schleim sein oder so? I don't know. Manu, das war jetzt doof. Manu, das war jetzt schnell. Diesmal konnte ich nicht so einfach durchmarschieren. Mal schnell den Schlüssel einsammeln. Und jetzt noch irgendwie schnell den Boss platt machen. Yikes. Okay. Und schnell das Triforce einsammeln. Yeah. Alter, A plus. Schnell sollst du das machen. Na gut. Okay. Ich habe mein Grundziel erreicht, dass ich jedes Zelda-Spiel hier, also jede Aufgabe hier einmal angehe. Und wir haben sogar fast jedes auf S geschafft, bis auf eins halt, das Legendenkram. Jo, mal gucken. Vielleicht werde ich das mit den Legendenaufgaben das so machen, dass ich dann immer den besten Run dann zeigen werde. Also wenn ich das angehe. Also wenn wir den S-Rang schaffen sollten. Ja. Ich würde dann auch tatsächlich die Aufnahme beenden jetzt an der Stelle. Wir werden dann als nächstes hier die Metroid-Aufgaben durchgehen. Oh, wisst ihr was, Leute? Kommt, wir schalten schon mal ein bisschen was frei. Zumindest die ersten Aufgaben. Nein. Die ersten paar Aufgaben hier. So. Okay, jetzt gehen wir mal noch ein bisschen shoppen. Aber erstmal hier unsere Abzeichen, hier unsere neuen. Ja, nice. Das ist natürlich auch so ein Ziel hier bei diesem Let's Play. Ich möchte, wenn möglich, alle Abzeichen hier sammeln. Ja, yeah, wie in Splatoon. Na, in Splatoon 3 werde ich nicht alle Abzeichen kriegen. Das wäre die ultimative Mammutaufgabe, die du nicht schaffen wirst. Das kannst du vergessen. Spielersymbol, ja, hier möchte ich doch ein bisschen einkaufen. Zack, das
ist natürlich auch so eine Aufgabe, die ich machen möchte hier. Jedes Symbol hier freischalten. Nein, das wollte ich nicht. God damn it. Einmal Bowser hier. Kostet einfach mal 500. Nike, soll ich den schon kaufen? Na komm, ich lass es mal noch. Alter, Prinzessin Peach, einfach mal 1000 Münzen. Ich würde sagen, die großen Sachen hier, die heben wir uns für ein anderes Mal auf. Noch ein paar Zelda-Symbole hier. Yeah. Ich möchte nicht das eiskalte Händchen nehmen. Ich möchte hier erstmal einkaufen. Ja, ohne Witz, das sieht doch aus wie Shovel Knight, oder? So ein bisschen. Diese Nimbus-Garde. Die ganzen Bosse hier, so wie das aussieht. Oh, eine Fee, ja. Zack, zack, zack. Oh, ne. Und jetzt sind wir pleite. Wir sind pleite. Wir haben alles ausgegeben. Alles ausgegeben haben wir, aber ja, doch schon ein bisschen was freigeschaltet. Sehr schön. Gut, Leute. Wie gesagt, nächste Aufnahmesession, Metroid. Oder wie damals im deutschen Fernsehen gesagt wurde, hier Werbung zu diesem Spiel, Metroid oder Super Metroid. Gott, das würde heute keiner mehr so sagen. Gut, Leute, ich hoffe, euch hat das soweit gefallen hier. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und denkt daran, Mesh'n zocken. Ciao.